Sorry, Lumpis da draußen. Weiter geht's mit Factorio. So, letzte Mal haben wir geguckt, dass wir hier es schaffen, dass hier Holz langkommt. Aber das reicht noch nicht, wie ihr seht. Es reicht noch nicht. Deswegen, ich würde vielleicht hier nochmal ein bisschen mehr von diesen Holzverarbeitern machen. Wir haben sonst alles hier, das läuft gut. Und da brauchen wir wieder Ziegelsteine. Und da holen wir uns einfach noch welche. Ziegelsteine haben wir. Das ist gar kein Problem. Deswegen soll es nicht das Problem sein, Holz hier zu machen. Weil wir brauchen Holz. Einfach hier unten, damit das hier läuft. So, gucken wir mal, wie viel können wir jetzt hier machen. 3. Bisschen Stahl. Das haben wir hier auch noch irgendwo rumfahren. Ne, deswegen habe ich hier immer noch diese Kisten. So, da ist noch ein bisschen Stahl drin. Nehmen wir mit. Oh, komm. Tun wir uns hier nicht lumpen lassen, dann machen wir halt nochmal 8. Und dann haben wir doch hier auch wirklich 17 Stück sogar. Ja, da müssen wir gucken, wie das dann ist hier mit dem Nachschub, ob das ausreicht, aber ich glaube schon. Ich meine, die sind ja auch langsam. Das heißt, die haben wirklich Zeit, das alles nachzuproduzieren und zu machen und zu tun. Und deswegen gucken wir mal. Also ich habe jetzt wie viel? 2. Das sind 3. Ich mache mal 10. 10 Stück. 2, 4, 6. 8, 10. So, ja, ich weiß, Leute, ich weiß. Das hier kann nämlich weg und das hier kann weg. Das hier kann weg. Wir brauchen mit Sicherheit hiervon. Gucken, ob wir jetzt davon dann genug haben, von den Stonepipes. Ich weiß es nicht. Bleiben wir mal stehen, bauen wir mal das. Wobei, ich kann ja hier auf jeden Fall unterstützen. Das hier zum Beispiel, das geht schneller, wenn ich es mache, glaube ich. So. Ja, Leute, ich weiß. So, könnt ihr euch kurz aufladen und wieder abladen. Und dasselbe machen wir jetzt hier oben auch. Hier, das brauchen wir alles nicht. So. Genau, ladet ihr euch mal auf hier. Nehmt euch, was ihr braucht, und dann sehen wir, was noch fehlt. Man könnte hier, jetzt hätte ich ja auch noch machen können, die Geschwindigkeit von denen und so, aber das hatte jetzt für mich irgendwie keine Priorität, das zu erforschen. So, jetzt fehlen noch ganz viele Rohre, ne? Ja. Da müssen wir dann gleich nochmal los Rohre holen. Davon brauchen wir auch noch. Da brauchen wir Eisen. Na gut, gehen wir doch los, komm. Eisen haben wir hier. Könnten wir uns auch hier klauen? Nee. Wir holen uns die Rohre, so wie es ist. Rohre und dann Eisen. Hier. So. 1, 2, 3, 400 sowas, huh? Wie sieht's damit aus? Das haben wir noch. Eisen. Es ist immer da, wo es blinkt. Das ist super. Da haben wir doch Eisen. 600 mit. So. Dann können wir davon noch bauen. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Bip, de bap. So, hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal was hinschmeißen. Von dem Zeug. Guck mal, das hier müsste fehlen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber dazu brauchen wir auch diese, diese Bricks. Wie heißen die jetzt wieder? Ja,
Ach, wie heißen denn die Dinger hier? Woodbricks. Genau, weil sonst macht er da ewig lang rum, bis er da so ein so Teil hergestellt hat. Und das will ich nicht. So, und wenn das jetzt nicht ausreicht hier, dann weiß ich aber auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. So, wir haben alles soweit. Kommt ihr wieder mit? Einsammeln, aufladen, los geht's. Rein da. Sehr schön. So, jetzt nur noch von diesen Woodbricks und dann sieht das gut aus. Also ich habe das Gefühl, Holz kann man nie genug haben. Hier kommt schön viel Holz. Das sieht toll aus. So, hier, ach schau mal, genau so wollte ich das hier. Ne? Jetzt habe ich hier Woodbricks. Dann können wir hier die herstellen. Es geht um einiges schneller, wie wenn man erst die Woodbricks von Hand herstellt. Das ist nämlich sehr nervig. So, und dann könnt ihr die hier schön verteilen. Flöp, 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 flöp. Genau so. Und wieder einladen. Dann haben wir alle. Ne? Perfekt. Alle laufen. So gefällt mir das. So, und dann müssen wir doch hier unten mal gucken mit dieser Mutter Erde, diesem Soil, dass das nicht zu wenig wird. Das machen wir ja aus Matt und Kompost. Und das ist alles Zeug, das wir haben. Im Überfluss eigentlich. Auch der Matt eigentlich müsste eigentlich hier im Überfluss da sein. Im Moment aber nicht. Aber die arbeiten dran, dass das hier wieder läuft, ne? Hier gibt es aber ein paar Sachen, wo es halt nicht wegkommt. Das ist natürlich blöde. Heavy Mud Water. Warum? Ich glaube, das Heavy Mud Water. Das will hier nicht weg. Das schaffen sie nicht hier weg. Ist zu viel. Ne? Auch das Concentrate Water. Das geht noch. Naja, dafür Light Mud Water nicht genug. Ich glaube, das war, weil wir dieses Hydrogensulfidgas brauchen. So, aber hier, das sieht doch trotzdem ganz gut aus. Hier laufen genug durch und ich glaube auch, dass das ausreicht, um das voll zu kriegen. Ja, und hier kommt sogar Holz an. Guck mal, hier kommt Holz durch. So wollte ich das. Genau, und jetzt haben wir das, wie ich es haben wollte. Hier ist Stau. Die können nicht mehr abliefern. Das heißt, die lassen hier schön durch. Und schon läuft das. Die können hier noch ein bisschen haben. Das ist kein Problem. Wir können hier auch mal noch das weiterführen. Ich mache das gleich mal den besseren Tunnel sozusagen. Genau, und dann kümmern wir uns mal um die besseren, also um die blauen Montagemaschinen. Es sind die besseren. So, und hier kommt richtig viel Holz durch. So muss das sein. Ist das herrlich anzuschauen, ne? So, bitteschön. Du kannst jetzt auch. Hier kein Platz oder was? Wenn wir hier Fertilizer rumfahren. Guck mal hier, den kannst du haben. Bitteschön, dann kann ich das Ding hier nämlich aufnehmen. So. Und dann kannst du nämlich bis dahin fahren. Und auch diesen machen. So, und ab da dann von mir aus langsamer laufen, ist okay. So. Es müsste eigentlich jetzt funktionieren. Wir gucken nachher nochmal vorbei, ob das mit der Mutter Erde ausreicht. Aber ihr seht, das ist eigentlich so viel. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Und auch mit dem Fertilizer. Hier wird alles weggewirteleist, was da ist. Die können gerade nichts machen, aber es macht nichts. Die helfen hier auch mit. Selbst die kommen ja gar nicht raus. Da hat ja noch 500 hier liegen. Alles easy. Und der hier, auch der mit dem Ureagas, ist schon hier voll. Bis hier oben hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Holz läuft. Das heißt, es geht auch gleich wieder mit der Forschung weiter. Gut. Jetzt sind wir natürlich hier blöderweise mitten
drin hiermit. Und jetzt ist die Frage, also für die nächsten brauche ich die erweiterten Schaltkreise, Stahlträger und Steel Gear Wheel. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein, aber ich glaube, die hier könnten das Problem sein, weil ich die nämlich unten auch schwierig gekriegt habe und die jetzt hier hoch zu karren, ist irgendwie uncool. Ja, da müsste man hier halt wieder eine ganze Dings aufstellen. Und das will ich irgendwie nicht unbedingt. Ich könnte die hier natürlich irgendwie hier runterschicken. Aber nee, dann hole ich mir lieber die roten nach oben. Ist das wirklich alles, was ich hier brauche? Hier oben und den Rest habe ich oben. Brass Gear Wheel, Aluplatte, Steel Bearing. Dieses Steel Gear Wheel. Brauche ich nur Stahl. Boah, eigentlich machbar, ne? Wenn ich die erweiterten Schaltkreise hier oben habe. Weil Stahl haben wir hier. Oh, ich habe ja doch so ein Ding hier. Moment. Das will ich jetzt hier aber noch wegbauen. Ah, hier hinten reicht schon nicht mehr. Siehst du? Das sollte natürlich nicht sein. Okay. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall bessere Maschinen machen, die schneller arbeiten. Soll nicht das Problem sein. Ne, die habe ich auch so einfach nur gemacht, in der Hand sozusagen. Aber gut, fürs Erste reicht es jetzt mal. Wir lassen das jetzt mal so und bauen das jetzt einfach hier oben noch hinten dran. Willst du ja nur los haben? Das Ding. Warte mal, wir machen es einfach so. Achso, da hatte ich welche weggemacht, ne? So, das heißt, das kommt weg und das. So. Und das hier auch. So. Genau. Ich wollte ja nur hier ein bisschen Platz haben, ne? Und diese ganze Kohle, die können wir auch noch weghauen. Und die ganzen... Hier, guck mal. Ach nee. Quatsch. Das muss ja erst hier unten. Das wird ja erst hier unten gemacht. Das Holz. Hier nicht zu knapp. Schau mal hier, du kannst Holz haben. Und hier, du kannst Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle haben. Genau. So. Hier das Zeug, das kann hier unten in den Komposter gehen. Ab in den Komposter mit. So. Ja, fürs Erste. So, also. Stahl. Und Stahlgier. Müssen wir mal gucken. Wenn wir das hier rüberziehen und hier, also wenn du versuchst hier zu bauen, weil hier ist es ja am einfachsten, an Stahl zu kommen. Nehmen wir uns hier mal eben 50 Stück. So, das würde heißen, ich habe hier einen, der mir dieses Steel Gear Wheel baut. So nehme er es sich da. Und dann, Entschuldigung. Guck mal hier, wie blöd das hier ist, ne? Die Verbindung hier zu kriegen.
So, und dann brauche ich ja noch einen, der Stahlträger da rein scharrt, die ja auch von hier kommen müssen. Das passt jetzt wieder mal super nicht. Lass das mal so. Es ist nicht wichtig. Nee, warte. So wollte ich das ja gar nicht. Quatsch mit Soße. Ich brauche ja Stahlträger. Ich muss ja nicht hier die Maschine hinstellen, die das macht. Dann muss ich die hier hoch. Nee, das will ich nicht. Dann will ich es lieber so haben, dass hier. So, dass hier die Sachen langkommen. That means, das hier muss weg, das hier muss weg. Du machst mir bitte den hier raus und zwar nach da. Und genau. So ist doch richtig, ne? Genau, da sind sie. Andersrum. So rum. Entschuldigung. So, dann hier mal runter durch. So, hier hin. Und du machst mir ja nachher das. So. Das heißt, hier reichen mir wirklich auch die hier, ne? Der da wird wahrscheinlich sonst nervig sein, wenn wir das so nicht machen. Dann brauchen wir noch einen davon, der mir der nur Stahl holt. Irgendwie so. So, ich wusste doch, die Forschung läuft wieder. So, weil da kann ich nämlich jetzt das hier noch machen. Das ist nämlich noch interessant. Wobei es da brauche ich diesen Optimized Biome Planer und den muss ich da selber herstellen noch. Aber 50 Stück, komm, das machen wir. Wir starten das gleich mal. Ich habe das gleich. Ich habe das voll unter Control. Abwarten. So, du sollst bitte von hier nehmen, da reinhauen. Sehr schön, das macht er gut. Du nimmst dir das. So, fehlt nur noch der rote erweiterte Schaltkreis, den wir uns von unten holen müssen. Machen wir gleich. Jetzt tun wir uns aber erstmal um diese Biomplaner kümmern. Und zwar, ihr erinnert euch an die Desert Gardens hier oben. Gucke euch an, was passiert ist. Hier, so muss das aussehen. Ne? So möchte ich das haben. Die Dinger, ich brauche 50 Stück. Habe ich easy peasy. Und dann brauchen wir noch die Ground Samples. Die haben wir hier unten. Auch 50 Stück. Danke. Dann machen wir 68 davon. Es geht jetzt ein bisschen, aber macht nichts. Da sind auch noch ein paar drin. Also alles gar kein Problem. So, wichtig wird jetzt hier sein, nachher hier die roten, von denen wir eine riesige Massenproduktion machen. Hier die roten Teile, hier haben wir schon ein paar, dass wir die hier hochkriegen. Hier durch würde gehen. Ja. Vielleicht sogar direkt hier durch. Ja, könnte auch klappen. Dazu brauchen wir aber einige von diesen jenen. Wahrscheinlich wird uns die 130 hier auch nicht reichen. So, ich mache einfach mal hier schon mal ein bisschen was. Ja, wir müssen jetzt doch erst warten, bis die Produktion von den Biomplanning-Dingern fertig ist. Hier sind zum Beispiel keine drin, da können wir schon mal welche reinmachen.
Hier sind welche drin, aber es fehlen uns die blauen. Aber es kommen wieder welche. Es kommen wieder welche, das ist auch richtig so. Liegt einfach am Holz. Das war ja das Problem. Und das ist immer noch das Problem. Das heißt, das Ding hier, von dem müssen wir noch mehr bauen. Oder zumindest mal von diesen Sachen eine bessere Version machen. Vielleicht hilft das auch schon, weil die neuen Maschinen, die sind um sowas viel schneller. So, auf jeden Fall soll das Ding soll hier irgendwo ankommen. Ne? Irgendwie so. Hey. Weil wir müssen ja nachher noch hier wieder raus und hier noch die anderen Maschinen bauen. So ist auf jeden Fall der Plan. Das heißt, er würde irgendwie so hier rauskommen. Hier lang. Hier durch. So. Hier. Oh, hier wird's eng. Kriegen oder gehen wir hier rüber? Ich glaube, wir müssen hier außen rum. Das ist besser. Das heißt, so hier lang. So hier lang. So hier lang. Dann hier irgendwo rum. Da lang. Und so. Ich würde da jetzt sogar sagen, dass wir hier auf die... wobei, nee, da oben ist eigentlich ganz gut. So. Und dann kommen wir nämlich hier durch. Und hier brauchen wir noch... Fließbänder. Ja, gut, dass ich da schon mal vorgearbeitet habe, ne? Nee. So. So. Und dann können wir da weiter planen. So. Irgendwie hier durch. So. Das kann auch langsamer machen, das ist kein Problem. So. Spannend. So, du hast noch 9. Und dann kriegst du mal hier die Hälfte. Das da. Du hast noch 30. Passt. Im Moment fehlen ja auch nur die roten. Die blauen. Und die fehlen wegen den roten. Und das ist dann das nächste, was wir machen, sobald wir bessere Montagemaschinen haben. Ja? Und die roten Schaltkreise verbessern. Im Grunde haben wir da alles da. Hier, das habe ich ausgeschaltet sozusagen, weil ich im Moment keine von diesen blauen brauche. Ja, und die verbrauchen mir halt hier jedes Mal 4 von diesen Schaltkreisen. Sobald ich die brauche, kann ich einfach hier wieder anstöpseln und das läuft weiter. Aber ihr seht, im Moment hängt es im Grunde an diesen zweien. Ja. Und das wollen wir ja natürlich ändern. Wir haben hier genug von allem. Und da müssen wir gucken, ob wir vielleicht sogar schnellere Greifarme nehmen müssen. Naja, mal gucken. Hier ist auch noch so eine Maschine. Die ist aber alleine nur für den hier da. Für die Forschung sozusagen. Genau, hier müssen wir dann auch mal gucken. Die ist voll. Da wird's eng. Das hier ist super. Das können wir eigentlich auch echt aufmachen. Vielleicht brauchen wir das mal noch. So, der ist fertig. Dann schütten wir da mal. Und wir hier mal den Rest rein. Das müsste reichen. So. Gut, jetzt können wir hier die Tunnel legen. So. Hier lang und hier lang. Einmal ums Eck. Dann hast du immer hier. So.
Hier wird's eng. Ah ne, klappt aber. So, und den hier noch. So. Dann haben wir diese Maschine. Da machen wir doch mal glatt hier eine Holzkiste hin. So. Genau, als nächstes, Next Machine, wäre diese hier. So, auch erweiterte Schaltkreise, gar kein Problem, haben wir ja massig. Wir bauen mal hier einen Splitter. So. Brass Gear Wheel, Steel Bearing, Aluplatte. Dieses Steel Bearing braucht einen Bearing Ball. Der braucht, nee, Stahlträger. Okay, wir brauchen also einen Bearing Ball und noch hier sowas. So, das Gute ist, dass der ja Stahl hier rüber nimmt. Das können wir also hier bauen, den Kram. Im Grunde einmal hier bitte Steel Bearing Ball. Und hier dann das Ding. 16 Steel Bearing Balls, wow. Das ist nicht wenig. So, kriegst du auch noch Strom. Kannst du hier loslegen. Ah, der macht aber hier aus einem Stahlträger gleich mal 12. Von dem her, das ist okay. So, okay. Das haben wir fix erledigt. Brass Gear Wheel. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Das Messing. Das habe ich doch hier oben auch. Hier ist Messing. Und ein... was wollen die haben? Messing Gear Wheel. Wieso kann ich das noch nicht bauen? Ah, kann ich doch bauen. Ist auch eine Breastplate. Okay, ist gar kein Problem. Easy. Nur, wie kriegen wir es hin? Kriegen wir es irgendwie hier rüber, wenn ich es hier drauf lege, das Messing, und dann hier rüber ziehe? Das müsste gehen. So, das heißt, ich mache diesen. Sag dem, nimmst hier von da. Gib mir das. Ja, das ist richtig. Kurz mal das hier loswerden. So, und dann möchte ich es hier rüber haben. Passt nicht. Es passt nicht. Das heißt, ich muss hier einen Tunnel machen. So. Und dann haben wir hier eine Maschine. Warte, die kann ja, das Ding kann dann auch gerne einfach bis hier hingehen. Das passt schon. Und eine Maschine. Da. Das Gute ist, das Teil, dafür brauche ich ja nicht viel Platz. Das kann ich ja auf engstem Raum bauen, das Zeug, weil diese Sachen, die laufen ja einfach so. Und da brauche ich ja auch nicht Millionen, ja, sondern das läuft ja so ganz gut. So, jetzt haben wir das und das. Aluminiumplatte. Die war auch hier unten irgendwo. Die ist hier, genau. Die kommt hier lang. Die könnte ich mir hier eigentlich wegschlappitzen, hier hochziehen und dann hätte ich die hier. Das heißt, ich will ja den ganzen Kram hier haben. So, als erstes habe ich das hier. Dann habe ich diese zwei großartigen Dinge. Die machen wir schön auf ein Band. Ja, machen wir es noch andersrum. So. Leg das mal dahin. Dann haben wir das so. So. Dann kannst du hier durch. Und bringe erst hierher. So, jetzt haben wir die zwei Sachen da. Das haben wir theoretisch auch
da. Pick up hier. Ist das richtig? Ne, ist zu weit. Der soll es hier picken. Genau. Und dann brauchen wir nur noch die Alu-Platte, die wir uns hier unten schlawutzeln. Guck mal, hier ist doch nett. Ja, jetzt konnte ich tatsächlich die Alu-Platte nicht einfügen. Ja, ist das denn wahr? Ist aber nicht schlimm. Oh. So. So. Genau so habe ich es gedacht. Hier durch, so. Warte mal, das ist hier doof. So. Dann kannst du das hier reinmachen. Bitteschön. So, und sobald hier rote ankommen, um die wir uns dann gleich kümmern, wir brauchen dann immer drei. Naja, gut. Wir haben ja schon 15 von denen. Nicht schlecht. Das heißt, wir können aber hier eigentlich... Wie viel passen denn hier hin? Ja, passen halt nur 50 hin. Nur. Ich habe hier noch ein paar ältere. So. Brauchen wir dann hier die Kiste? Eigentlich nicht, ne? Ich will ja im Grunde hier nur die haben. Vielleicht irgendwann mal noch mal bessere. Gibt's das? Ja. Die Fünfer. Und es gibt sogar die Sechser. Nitinolplatte, Tungstenkarbidplatte, Nitinol Advanced Processing Unit. Ich will gar nicht wissen. Und guck mal, was man hier alles braucht für. Ich will es noch gar nicht wissen. Aber das sind Sachen, die können wir hier vielleicht irgendwie dann bauen. Im Moment reicht uns ja mal das hier aus. So, hier kommt der dritte. Gucken, ob das... Habt ihr das gesehen? Muss ich jetzt hier tatsächlich einen schnellen nehmen? Ich glaube es fast. Weil sonst das rote Ding einfach hier weggeschlawinert wird. Das Gute ist jetzt ja, theoretisch hier ist das jetzt ja voll. Ne? Tada, ah, da kommt eins und jetzt... Ja, danke. So, das heißt, die kann ich mir nehmen. Und die fahren wir jetzt runter und bringen die... erstmal machen wir die auf jeden Fall mal hier hin. Bringen die jetzt dahin. Oh Gott, die Zeit ist ja schon rum. Ich sehe gerade. Das machen wir jetzt noch schnell. Also hier wollte ich ja das Ding hinbringen. Wo ist er? Hier. Du musst schneller arbeiten. Und das macht er jetzt auch. Ne? So. Und da seht ihr schon, das sieht gut aus. Und als nächstes wird dann der hier verschlimmbessert. Ne? Aber bis dahin, Leute, würde ich sagen, macht's gut. Bis dann.